Hallo, ich bin's, die Nana. Ich bin Heilpraktikerin, Fastenleiterin und vor allem Basenfastentrainerin nach der Methode der Sabine Wacker. Und ich bin heute im wunderschönen Basenfasten-Boutique-Hotel zum Stern in Bad Hofgastein. Und wir reden heute bei diesem Video über das richtige Trinken beim Basenfasten. Generell ist Fasten und Trinken ein großes Thema, weil Fasten gelingt nicht, wenn du nicht genügend trinkst. Fasten ist gleich Fluten, sage ich meinen Teilnehmern immer. Das heißt, wenn sie nicht genug trinken, dann kann ich ihnen auch nicht helfen, so nach diesem Motto. Es gibt eine Regel, die ich auch gerne in meinen Büchern schreibe. Beim Fasten gilt es, 40 Milliliter mal Kilogramm Körpergewicht an Wasser und dünnen Tees zu trinken. Das erkläre ich euch gleich. Aber derweil erst einmal, was dürfen wir beim Basenfasten nicht trinken? Und da haben wir ein Körl dabei, so quasi, ich war beim Einkaufen und habe ein paar gute Sachen und ein paar schlechte Sachen eingekauft. Und beim Basenfasten dürft ihr zum Beispiel keine guten Säfte aus einem Tetrapack trinken, weil die haben meistens sehr, sehr viel Zucker. Ihr dürft keinen Alkohol trinken, also zum Beispiel, wobei ich ja nicht immer gegen ein Glas Rotwein bin am Abend, aber beim Basenfasten gibt es generell gar keinen Alkohol, also auch keinen Rotwein. Es gibt keine Flasche Bier am Abend oder auch tagsüber nicht. Es geht kein Glas Sekt in der Früh, so quasi, ich muss meinen Kreislauf in Schwung bringen. Das braucht es beim Basenfasten nicht. Für den Kreislauf gibt es zum Beispiel das kalte Wasser aus der Dusche, weil viele vergessen, dass es auch ein kaltes Wasser aus der Wasserleitung gibt. Und das könnte man zum Duschen, zur Belebung des Kreislaufes, viel besser als Prosecco verwenden in der Früh. Dann darf es auch kein Tonicwasser sein, zum Beispiel, auch kein Bitter Lemon. Das sind alles Getränke, die beim Basenfasten prinzipiell gar nicht erlaubt sind. Und wenn wir so an die Hotels denken, generell wird ja beim Basenfasten auch die Minibar für euch entleert. Wenn ihr aufs Zimmer kommt, habt ihr dann keine kleinen Gin-Flascherl und keine kleinen Schnäpschen stehen. Es ist auch kein Kaffee erlaubt. Fasten mit Kaffee gibt es nicht. Es ist auch kein Früchtetee erlaubt und es ist auch kein schwarzer Tee erlaubt. Aber es ist Leitungswasser erlaubt. Ja, wie wunderbar ist das denn? Wir dürfen genug Wasser trinken. Wir dürfen so viel Wasser trinken, dass wir auch ausreichend auf Toilette gehen können, weil das, ja, das Klo gehen ist beim Basenfasten auch ganz eine entscheidende Sache. Wir können Leitungswasser trinken, angereichert vielleicht mit einer frischen Minze, mit Zitrone, mit Orange oder mit ein bisschen Ingwer für die Schärfe. Da wird es uns gleich ein bisschen wärmer, weil beim Fasten frieren wir ganz leicht und wenn wir dann ein bisschen schärferes Getränk haben, ist das super. Also ihr könnt euch euer Leitungswasser ein bisschen anreichern oder ihr trinkt Tees. Was ist ein guter Fastentee? Ein guter Fastentee ist zum Beispiel ein Tee aus der Brennnessel. Es gibt Fastentee-Mischungen von Firmen, die sich spezialisiert haben auf Fastentees. Sucht euch einfach etwas aus. Die Bitte ist aber, wenn ihr einen Tee aufbrüht, dass ihr ganz dünne Tees macht. Das heißt, es ist ein Beutel auf einen Liter, wenn ihr Beuteltees habt. Oder aus einer offenen Mischung nehmt ihr vielleicht so einen Esslöffel oder 1,5 Esslöffel auf einen Liter abgekochtes heißes Wasser. Und je nachdem, ob ihr es ein bisschen abgekühlt trinken wollt oder wärmer, je nachdem vielleicht auch in welcher Jahreszeit ihr fastet. Zum Thema Wasser fällt mir aber noch eines ein. Wenn ihr kein Leitungswassertrinker seid, dann hat die Nana eine Bitte. Geht, wenn Mineralwasser ihr einkaufen geht, nur bitte in Glasflaschen, die ihr dann als Pfand wieder zurückgeben könnt. Das ist die erste Bitte. Und die zweite ist, dass ihr kein prickelndes Mineralwasser trinkt, sondern ein stilles, weil diese prickelnden Wasser haben ja diese Kohlensäure und diese Kohlensäure macht auch wieder sauer. Und wir wollen ja entsäuern. Und ein Tipp auch zum Schluss noch,
dass ihr merkt, dass ihr genug getrunken habt, ist, euer Urin beim Fasten muss leicht hellgelb werden dann, so am Nachmittag. Das heißt, ihr habt ausreichend getrunken, wenn sich diese Urinfarbe von gelb in der Früh bis fast glasklar oder hellgelb am Nachmittag verändert. Dann habt ihr das Zeichen, dass ihr ausreichend getrunken habt, wenigstens für diesen Tag. Und die Nonna freut sich, wenn ihr auch im normalen Leben immer ausreichend trinkt. Die Regel für das Leben danach ist 30 Milliliter mal Kilogramm Körpergewicht an Wasser und dünnem Tees zu trinken. Aber eines fällt mir doch noch ein, weil ich wäre nicht die Nonna, wenn ich immer viel zu erzählen hätte, was auch beim Basenfasten vielleicht mal geht und eine Alternative wäre, und das ist zum Beispiel auch im Basenfasten Boutique Hotel zum Stern, wirklich ein Wunder, eine wunderschöne Beigabe, wenn ihr wandern geht, dann richtet euch das Hotel ein kleines Stamperlflascherl her, wo normalerweise der Schnaps ist, aber hier im Hotel zum Stern ist es kein Schnaps, sondern es wird euch ein selbstgemachter Smoothie gereicht. Ich sage so gern Schmusi, weil ihr das mit dem TH nicht immer so aussprechen kann. Und dann habt ihr euren Gemüse- oder Obst-Schmusi dabei zum Wandern in eurem Flachmann, glaube ich, heißt das. Ich habe gerade überlegt, wie das heißt, aber ich habe sowas überhaupt nicht. Also in eurem Flachmann ist dann ein Schmusi. Ich wünsche euch gut Schluck, ein herzliches Prost und bis zum nächsten Video. Eure Nana. Baba.